und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, gerade bin ich hier aufgetaucht in Orsinium am Wegschrein und da kam mir das Schildweib Rasbela entgegen und hat gesagt, dass sie eine dringende Nachricht, ich glaube, vom König überbringt. König Kurok hat die Ehre eurer Anwesenheit erbeten, Fremde. Mein Geliebter erwartet eure Ankunft in der Feste, also trödelt nicht. Seine düstere Stimmung ist schon schlimm genug, ohne dass ihr ihn auch noch enttäuscht. Wisst ihr, was der König möchte? Natürlich weiß ich, was der König möchte. Er möchte euch sehen, und zwar auf der Stelle. Habt ihr sonst noch ein paar sinnlose Fragen, auf die ihr meine Antwort wollt? Habe ich euch irgendwie beleidigt? Ach, Fremde, entschuldigt bitte. Die Laune des Königs hat alle reizbar gemacht. Man könnte die Spannung in der Luft buchstäblich mit einem Messer schneiden. Und ich fürchte, es wird erst noch schlimmer, bevor es wieder besser wird. Geht, sprecht mit dem König. Vielleicht könnt ihr ihn ja aufheitern. Ich gehe und spreche mit König Kurok. Geht, habt ihr denn keinen Sinn für Dringlichkeit? Die Stimmung meines Geliebten hat sich bereits verfinstert. Macht seinen Zorn nicht noch größer, Fremde. Warum ist der König so wütend? Warum? Warum geht die Sonne jeden Tag auf und unter? Warum befreit uns der Regen des Frühlings irgendwann aus dem eisigen Griff des Winters? Der König ist wütend. Und wie jede andere Naturgewalt will er nicht, dass man sich ihm widersetzt. Doch etwas muss die schlechte Laune des Königs doch ausgelöst haben. Nun ja, natürlich ist dem so. Geht und sprecht mit dem König, Fremde. Mir ist es lieber, wenn ihr die Neuigkeiten aus seinem Mund und nicht aus meinem erfahrt. Na gut. Dann machen wir uns mal auf. Ich bin mir jetzt gerade nur nicht sicher. Ich habe ja jetzt hier noch die Markierung, die ich beim letzten Mal gesetzt habe. Wo bin ich denn jetzt? Achso, ich bin hier unten. Ich muss mich dann rechts halten. Okay. Okay. Den Bogen entlang und dann sollte ich das auch gleich schon hier auf der Karte sehen. Ja, genau. Gut. Ich kann auch schon ungefähr ahnen, worum es geht. Da sind wir. König Kurok, ihr habt nach mir geschickt. Habt ihr euch jemals diese Statuen angesehen? Ich meine, so richtig angesehen. Legenden, die man in Bronze gegossen und in Stein gehauen hat. Hunderte Arbeitsstunden. Wahrscheinlich von Leuten gefertigt, die keine Ahnung hatten, was sie da schufen. Und zu welchem Zweck, meint ihr? Um sie zu ehren und ihrer zu gedenken? Und wer entscheidet darüber, wen wir ehren und wem wir gedenken? Die Sieger natürlich, denn sie schreiben die Geschichte. Doch jede Medaille hat zwei Seiten. Niemand gedenkt der Verlierer. Sie haben für das gekämpft, woran sie glaubten, und sind daran gescheitert. Daher vergisst man sie. Worauf wollt ihr hinaus? Für die Besiegten ist das nicht die Statue eines Helden. Es ist ein Tribut an einen Tyrannen. Viele sehen mich auf die gleiche Weise, als einen Tyrannen, der den Leuten seine Ideen aufzwingt. Sie sagen, ich wäre auf einem Irrweg, dass ich die Orsima vernichten werde. Sie wollen alle gegen mich wenden. Hat sich schon jemand gegen euch gewendet? Ich erhalte Berichte. Dinge, von denen meine Berater meinen, ich müsste sie wissen. Ein Bericht behauptet, die Waldelfin würde Umgang mit Basrat pflegen. Als zwei meiner Späher sie zur Rede stellen wollten, hat sie sie beide getötet. Ich mache mir Sorgen, dass Basrak Evely gegen uns gewandt hat. Ihr glaubt, Evely Scharfpfeil ist eine Verräterin? Evely unterstützt meinen Feind. Die Waldelfin hat sich für die falsche Seite entschieden. Ich mache mir Sorgen, dass ihr ihrem Beispiel folgen könntet. Doch ich muss mich auf eine Volksversammlung vorbereiten und ich habe meinen Teil dazu gesagt. Falls ihr Evely seht, erwarte ich, dass ihr das Richtige tut. Natürlich. Ich werde mit ihr reden. Er hat ja nur gesagt, ich soll das Richtige tun, nicht das, was er für richtig hält. Seid ihr? Städte sind so lebendig, natürlich. Wechselhaft und unsicher. Ich habe eine Nachricht für euch. Manch. Ich dachte mir, dass ihr das seid, als ich euch die Feste betreten sah.
Aber ihr wart so lange da drin, ich fing schon an zu glauben, ihr würdet nicht mehr zurückkommen. Es ist gruselig, nicht wahr? Malak hat dies und Trini mag das und all dieses Gerede über Verräter am Hof. Ihr sagt, ihr hättet eine Nachricht? Richtig, richtig. Eine kleine Waldelfin gab sie mir. Sie hat euch haargenau beschrieben und mich gebeten, euch diesen Brief zu überstellen. Ich bin nicht sicher, warum sie ihr Gesicht unter einer Kapuze verbarg oder warum sie mit einem komischen Akzent sprach. Bin aber auch noch nicht allzu vielen Waldelfen begegnet. Von daher... Hat diese Waldelfin sonst noch etwas gesagt? Das hat sie wohl, auch wenn es für mich keinerlei Sinn ergab. Sie sagte, der Brief selbst wäre nicht wichtig. Sie meinte, was wirklich zählen würde, wäre der Anfang eines jeden Gedankens. Vielleicht versteht ihr das ja, ich tue es nämlich nicht. Ich auch nicht, ehrlich gesagt. Der Anfang eines jeden Gedankens. Achso, in meinem Inventar. Ich dachte, ich brauche nur E zu drücken. Questgegenstände, Nachricht. Entschlüsselt den Brief. Ja, ich liebe solche Sachen. Wir lieben dich, kleiner Ichatere. Wir lieben dich so sehr. Sind deine allerbesten Freunde, Gefährten und noch mehr. Im Wesentlichen bist du ruhig, gelassen und beliebt. Gasthaus wie Wohnstube sind froh, dass es dich gibt. Versteckter Makel ist dir fremd und du hast immer Raum in deinen Herzen. Der Liebe sanften Schimmer. Geheime Schätze beschützt du vor Dieben. Worte können nicht sagen, wie sehr wir dich lieben. Vertraut diesem edlen Tier, das sage ich allen. Niemanden will es Böses, will jeden gefallen. Oh Gott. Okay, also, ich chartere Gasthaus irgendwo im Raum versteckt, würde ich mal behaupten. Nach weiteren Informationen fragen. Wisst ihr, wenn ich so darüber nachdenke, ist die Nachricht vielleicht irgendwie verschlüsselt. Hey, vielleicht könnte jemand in der Magiergilde euch bei der Entschlüsselung helfen. Also, falls ihr da irgendwelche Hilfe braucht, meine ich. Kennt ihr irgendwen, der Codes entschlüsseln kann? Nun, vielleicht. Wenn wir es denn wirklich mit einer versteckten Botschaft und nicht nur mit irgendeinem schrägen Gedicht zu tun haben. Ich habe deine Freundin, sozusagen. Sie heißt Kalina. Sie ist gerade erst bei der Magiergilde eingetroffen und die schlaueste Person, die ich kenne. Sie könnte euch vermutlich helfen. Vielen Dank, Owayine. okay, also, ich würde zwar vermuten... Entschlüsselt den Brief, um Evelie zu finden. Okay. Also, entweder könnte sie da, da oder da sein. Ich vermute eher hier, aber wir werden jetzt natürlich trotzdem den Weg gehen, so wie das Spiel das Ganze vorgesehen hat. Wir gehen jetzt erstmal zur Magiergilde. Weil diese Ausrufezeichen bedeuten ja eigentlich oder zeigen ja eigentlich an, wo die Quest weitergeht. Oder wo überhaupt eine Quest ist, sagen wir es mal so. Da hinten. Hallöchen. Das geht nicht. Das geht auf gar keinen Fall. Was haben sich die Orks gedacht, als sie uns dieses baufällige alte Gebäude gegeben haben? Das ist doch kein passender Ort für die Magiergilde. Oh, es tut mir leid. Kann ich euch behilflich sein? Könntet ihr mir beim Entschlüsseln einer Nachricht helfen? Eine verschlüsselte Nachricht? Ihr meint wie bei Spionen und so? Sowas werde ich üblicherweise nicht gefragt. Reagenzien, Seelensteine, Zaubersprüche. Für gewöhnlich ist das eher mein Fachgebiet. Ich bin mir nicht sicher, ob ich hier eine große Hilfe sein kann, aber ich habe vielleicht einen kleinen Rat anzubieten. Ich weiß alles zu schätzen, was mir weiterhelfen könnte. Verschlüsselte Botschaften, falls das hier denn tatsächlich eine ist, weisen immer gewisse Muster auf. Die Botschaft als Ganzes, oder in diesem Fall das Gedicht, bedeutet in der Regel gar nichts. Die echte Nachricht steckt in den kleinen Teilen. Versucht die Worte mit einem anderen Blick zu sehen. Vielleicht hilft das ja. Es muss noch etwas anderes geben, das ihr mir sagen könnt. Das ist so viel Gold. Eine Bestechung. Oh, von mir aus, ich nehme sie an. Von mir habt ihr das aber nicht. Unter der Stadt gibt es einen Unterschlupf für Gesetzlose. Er ist der beste Ort, um alle möglichen zwielichtigen Charaktere zu finden. Wenn irgendwer eure Nachricht entschlüsseln kann, dann findet ihr ihn dort. Vielen Dank, Kalina.
Da würde ich jetzt nicht hingehen, aber okay, das können wir natürlich gerne machen. Die eine Seite ist da, aber die ist außen. Ich glaube, oder? Nee, das ist von innen hier. Ja, ja, da zeigt er uns auch an, soll ich hingehen. Gut, dann wieder zurück. Nee, Moment, das ist nicht zurück. Das ist zurück. Und dann hoffe ich, dass man tatsächlich von dieser Seite aus auch da rankommt. Das müsste dann hier irgendwo sein. Ah, ja. So, unser Ziel liegt hinter dem Wasser. Ich verstehe. Ich bin hier, falls ihr eure Meinung ändert. Nein, 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 nein. Mit dir darf ich noch nicht reden. Obwohl ich da fast hingelaufen wäre. Was haben wir denn hier? Kleine Lieferung. Könnt ihr euch gerne durchlesen. Hat ja jetzt hiermit nichts zu tun. Geht mal von aus. Nein, mit dir darf ich auch nicht reden. Moment. Da hinten ist noch jemand. Weil die anderen gehören alle zur... zur Goldküste. Und da sind wir ja noch nicht. Hör zu. Diese ist vollkommen unschuldig. Für Orks sehen alle Khajiit gleich aus, ja? Und ich war vorhin gar nicht in der Stadt. Und vor allem war ich nirgendwo auch nur in der Nähe des Marktplatzes. Mhm. Diese ist nicht die, nach der ihr sucht. Es schert mich nicht, was ihr gestohlen habt. Ich suche jemanden, der mir beim Entschlüsseln einer Nachricht hilft. Codes und Geheimsprache. Das ist gewissermaßen das Fachgebiet von dieser. Ihr seid an der richtigen Adresse, meine Freundin. Zeigt die Nachricht mal her. Ihr bekommt sogar einen Sonderpreis, weil ich heute den ganzen Tag noch nicht verhaftet wurde. Aber warum muss ich so viel bezahlen? Mann, ich brauche das Gold doch fürs Housing. Mir wurde gesagt, das Gedicht wäre nicht wichtig. Was zählt, ist der Anfang eines jeden Gedankens. Interessant, aber ausgesprochen offensichtlich. Und um das zu entschlüsseln, habt ihr wirklich die Hilfe von dieser gebraucht? Es gibt nicht einmal irgendwelche geheimnisvollen Symbole oder komplexe Muster. Das ist so simpel, dass ein nüchterner Nord darauf käme. Nichts für ungut. Dann sagt mir doch einfach, was da steht. Nein, nein. Wenn diese die Lösung einfach so hinausposaunt, habt ihr nicht das Geringste gelernt. Es ist besser, jemand bringt euch das Jagen bei, anstatt euch ein belegtes Brot zu geben, ja? Der Anfang eines jeden Gedankens. Schaut euch das erste Wort jedes Satzes an. Dann wird euch alles klar. Das erste Wort eines jeden Satzes. Wir sind im Gasthaus, wusste ich's doch. Versteckter Raum, geheime Worte, vertraut niemanden. Ich wusste, dass es das Gasthaus war. Ich hab's von Anfang an gesagt. Ich hätte direkt hinlaufen können. Aber so ist das doch viel schöner, wenn man das wirklich auch nach der Story macht. Ich liebe Städte. Die unhöflichen Leute, der Lärm. Und vielleicht lernt der ein oder andere ja auch noch was dabei. Ist das komisch, dass ich das tröstlich finde? Gar nicht rum. Wie man sowas entschlüsseln kann. Ja. Das war nicht das, was ich wollte. Aber ich habe es überlebt. Moment, Gastro, wie komme ich denn da jetzt rein? Bin ich schon wieder von der falschen Seite hier? Oh, was ist das? Moment, hier war ich doch gerade, oder nicht? Mir aushelfen? Nein, ich kann gerade nicht. Wo ist denn hier der Eingang? Seid ihr mir eine helfende Hand? Nein, kann ich gerade nicht. Ich glaube, hier unten ist der Eingang. Oder da. Meine ich doch. Ha! So, hier liegt noch ein Brief. Kann ich auch... Schade, kann ich nur stehlen. Lieblingsschwester. Ich denke mal nicht, dass das jetzt von Evely ist. Ihr könnt euch das natürlich gerne durchlesen, wenn ihr möchtet. Wir schauen jetzt erstmal... Geheimes Zimmer ist oben. Wenn ich hier nicht überall festhänge. Die verdammte Volksversammlung. Erst lädt der König Fremde ein und dann auch noch sowas. Kein Wunder, dass wir keine Zimmer mehr zu vermieten haben. Aber unten gibt es mehr als genug zu essen und zu trinken. Also könnt ihr gerne runtergehen und euch an den Ausschank wenden. Ich suche meine Freunde. Eine Waldelfin und ein paar Orks. Eine Waldelfin und zwei Orks? Klingt wie die erste Zeile eines schlechten Scherzgedichts.
Entschuldigt, wir sehen hier nicht so viele kleine Elfen. Ich kann euch wirklich nicht helfen. Ich verstehe. Vertraut niemanden, hat man mir mal gesagt. Ach, Verzeihung. Ich durfte nichts preisgeben, solange ihr noch nicht die richtigen Worte gesprochen hattet. Nehmt die Treppe nach unten in den Lagerbereich. Schaut euch nach einer Öffnung in der Wand um. Sie führt zu unseren abgeschiedensten Räumen. Vielen Dank, Mulza. Ein Loch in der Wand, ja. Das ist alles nur geklaut, Mann. Da war ich doch wir auch schon mal. Wir können nicht einfach zu den Vorschrak hineinspazieren. Das ist Selbstmord. Wir müssen herausfinden, was die Vorschrak vorhaben. Wenn wir warten, bis sie zuschlagen, ist es zu spät. Was sie auch planen, es geht bald los. Sie haben es mir so gut wie erzählt, als sie mich in mein Gefängnis warfen. Vielleicht hätten wir euch da drin lassen sollen. Soweit wir wissen, gehört ihr ins Gefängnis. Hört mir zu, Elf. Ich habe niemanden angegriffen. Ich habe Orsinium verlassen und sie haben mich überfallen. Ich schickte euch den Häuptling zu retten, Evely. Das hätte ich nicht getan, wenn ich ihn für den Schuldigen gehalten hätte. Ihr habt uns belogen, hohe Priesterin. Ihr wusstet genau, wen wir retten sollten, als ihr uns losgeschickt habt. Das fühlt sich nach einer gewaltigen Falle an, in die wir hineingetappt sind. Ah, ihr habt uns gefunden. Tut mir leid, dass Evely wütend ist, aber ich habe nur getan, was nötig war. Lasst uns bitte reden. Evelys großer Abgang, einmal über den Tisch drüber. Ich weiß, dass ihr Fragen habt und dass ihr ebenso wütend auf mich wie auf Evely seid. Aber bitte hört mich an. Ich flehe euch an. Es entspinnen sich tödliche Ränke und wir schweben alle in schrecklicher Gefahr. Ihr wusstet, dass wir Basrak retten würden? Ihr habt uns belogen. Ich habe euch gewisse Einzelheiten vorenthalten, ja. Doch ich hatte gute Gründe. Wenn Basrak in Trinimax Namen von Kultisten getötet worden wäre, hätte das einen Bürgerkrieg ausgelöst. Und wenn Kurok herausgefunden hätte, dass ihr Basrak zu retten versucht, hätte er euch niemals erlaubt, die Stadt zu verlassen. Ich verstehe das nicht. Ihr sagtet, Basrak würde hinter dem Angriff auf den Tempel stecken. Basrak Schildweib trat an mich heran, nachdem die Vorschrak die Farum-Festung angegriffen hatten. Sie wusste, dass der König nichts für diejenigen tun würde, die seine Herrschaft nicht anerkennen wollten. Als der Tempel angegriffen wurde, geriet Häuptling Basrak zur selben Zeit in einen Hinterhalt. Und was beweist das? Jemand wollte Basrak die Schuld für die Malakat-Fanatiker in die Schuhe schieben und gleichzeitig den Häuptling auch noch vom Schlachtfeld entfernen. Es war ein brillanter Plan. Zum Glück konntet ihr ihn durchkreuzen. Und jetzt wissen wir dank Basrak, was die Vorschrak als nächstes planen. Was planen die Vorschrak denn als nächstes? Die Vorschrak wollen sich Gehör verschaffen, und zwar eindringlich. Basrak glaubt, es hätte etwas mit der Volksversammlung zu tun, bei der alle Häuptlinge an einem Ort versammelt sind. Wir brauchen mehr Informationen. Irgendjemand muss in den alten Trinimak-Tempel im Westen und mehr über ihre Pläne in Erfahrung bringen. Und dieser jemand bin ich? Ich schicke Kundschafter voraus, doch ihr müsst dort unbedingt hinein und alles tun, um möglichst viel über ihren Plan herauszufinden. Viele Leben stehen auf dem Spiel, vergesst das nicht. Jetzt sprecht bitte mit Evely. Wir brauchen sie. Ihr müsst sie überzeugen, uns zu helfen. Ihr beide habt eure Befehle. Durchforstet den Außenbereich des Tempels. Die anderen schließen endlich sich euch in Kürze an. Irgendwas, was nicht mit deiner Nachricht zu tun hat. Stimmt, der ist ja die ganze Zeit nur Nachrichten am Übermitteln. Ich hasse diese Lage. Ich hasse sie so sehr. Ein Held, das sollte doch jemand Aufrechtes und Ehrliches sein. Gut ist gut und böse ist böse. Wisst ihr, was ich meine? Aber nichts hier ist auch nur annähernd so klar. Ich kann die Guten nicht von den Bösen unterscheiden. Wenn es so leicht wäre, wäre ja jeder ein Held. Ich weiß nicht einmal mehr genau, auf wessen Seite ich eigentlich stehe. Als Basrak und ich uns in die Stadt geschlichen haben, waren zufällig zwei Wachen genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Sie griffen an. Ich habe einfach nur reagiert und meine Pfeile fliegen lassen. Ihr habt nur euch und euren Schutzbefohlenen verteidigt. Aber ich habe zwei Wachen getötet, die einfach nur ihre Arbeit gemacht haben. Sie hatten wahrscheinlich Familie, Haustiere. Ich weiß nicht, ob ich das alles noch länger tun kann. Ihr müsst tun, was das Richtige für euch ist. Aber ich könnte eure Hilfe in jedem Fall gebrauchen. Ich wusste, dass ihr das sagen würdet. Ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob ich Solgras Lügen verwinden kann. Sie hat uns überlistet, Häuptling Basrak zu helfen. Und über seine Rolle in all dem hier bin ich mir immer noch nicht ganz klar. In Ordnung, ihr könnt auf mich zählen. Doch ich tue das für euch und nicht für die. Kommt zum Gedenken des Vorbilds.
Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Das kann ich tun. Außerdem ist es nett, mal wieder Landluft zu schnuppern. Vielleicht sogar zu vergessen, dass ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt ist. In Ordnung, dann mal los. Aber seid mir vorsichtig da draußen, ja? Ich kann es mir nicht leisten, die einzige Person zu verlieren, der ich wirklich vertraue. Okay. Es ist wieder zwielichtig. Es ist irgendwie immer zwielichtig hier in Teso. Aber das ist ja gerade das Schöne auch. Und gerade so zwielichtige Sachen, beziehungsweise so Sachen, wo man eben nicht genau weiß, wer wohinter steckt und was als nächstes passiert, ist ja auch das, was zum Beispiel so Serien wie Game of Thrones groß gemacht haben. So, hier unten müssen wir hin. Dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.